Wie fühlt man sich so vor einem grossen Quidditch-Turnier? Ravenclaws? Super nervös. Ja, und seid ihr zuversichtlich, dass ihr werdet gewinnen? Ja, klar. Ja, aber Ravenclaws sind doch bekannt für ihre Intelligenz und so. Ja, aber Sport? Ja, wir haben eine Strategie. Ja. Okay. Ja, gut. Danke vielmals. Schauen wir mal. Wie fühlt man sich vor einem grossen Moment? Kann man es nicht geben. Ihr wisst, es wird Herd auf Herd gehen. Glaubt ihr, dass Slytherin wird gewinnen? Sicher. Natürlich. Wir wissen es nicht, aber wir sind sehr optimistisch. Wir haben da unsere Potions dabei. Also, falls wir am Verlieren sind, gibt es da Gegenmittel. Oh, das wird ich dann gerade weitermelden. Okay, da ist nochmal ein Slytherin-Mitglied. Ja, okay. Warum werdet ihr heute gewinnen? Weil wir Slytherin sind. Das ist einfach nicht. Die Beste. Das ist wie von der Basilisk. Hufflepuff. Ja. Ein Interview mit den Hufflepuffs fehlt mir noch. Okay. Ladies, wer wird heute gewinnen? Wie fühlt man sich vor dem grossen Moment? Aber ja, schon Siegerfischer. Wir werden das beste Team zusammen.
Leider hat es nicht ganz zu nicht verletzten Spielsituationen gereicht. In diesen Spielen immer, das ist in beiden Verbänden vorgeschrieben, dass man Schmuck, wenn es möglich ist, soll abziehen, wenn es möglich ist. Aber ich denke, das ist vor allem der erste Moment, wo sie so beschrocken sind. Alles wieder gut, wunderbar. So, jetzt weiss ich, wenn die wissen, es schafft man es. Also, nach einem spannenden Spielverlauf, in einem furiose Start von Hufflepuff. Das ist gut. Das ist sowieso ein Küchlein, das aufgeht. Nein, das ist das Bär. Das ist gut. Kann ich hat Ravenclaw am Schluss aber doch souverän, wie schon so oft vorher, können noch die 30 Punkte für sich buchen. Was leider nicht gelangt hat, weil das Spiel mit 50 zu 30 für sich entscheidet und so das Quidditch-Turnier als Sieger in diesem Jahr, in der Ausgabe 2014, verlassen wird. Recht herzliche Gratulation. Kein Spiel natürlich ohne grossen Gewinn. Wir haben hier drei Flaschen Felix Felicis. Haben wir hier noch nicht. Sie können es gerne aufmachen. Und wenn wir hier draußen sind, kann ich sie auch gerne ausdrücken. Und wir haben natürlich auch mit Ich kann es so 9 Stunden anders sagen.